Du bist kurz davor, ein großes Vorhaben aufzustarten, was du nicht alleine bewältigen kannst und überlegst, wie du ein funktionierendes Team aufbaust. Dann bist du heute hier richtig bei dem Titel »So baust du ein funktionierendes Team auf«. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich habe nicht nur die X-Group gegründet, sondern viele andere Unternehmen, Clubs, Vereine, Verbände, auch Sportteams und Musikteams. Und deshalb weiß ich aus der Praxis, für die Praxis, wie man ein funktionierendes Team aufbaut und wie nicht. Spannend und zugleich herausfordernd ist nicht nur die Frage, welche Aufgabe das Team erfüllen muss. Viel spannender ist noch, wer sind die erfolgreichen und passenden Teammitglieder? Denn nach der Birkman-Methode, dem weltweit führendsten Persönlichkeitsanalyseinstrument, unterteilen sich die Interessen bei uns Menschen in 10 verschiedene Rubriken. Dazu kommt noch, dass jeder 11 unterschiedliche Stärken im Normalverhalten hat und das Ganze wird doch abgerundet mit 11 verschiedenen Bedürfnissen. Also wo die Menschen in welcher Umgebung am besten auch noch performen. Um hier überhaupt eine belastbare und auch eine wirksame Entscheidung zu treffen, das richtige Team richtig zusammenzusetzen, brauchst du Methoden, um die Charakter, um die Persönlichkeitstypen, um die Interessenstypen auch unterscheiden zu können. Und das weltweit bewährteste Instrument, das wir auch bei der X-Group nutzen, wurde von Birkman entwickelt. Mit diesem Instrument stellt zum Beispiel die NASA ihre Astronautenteams zusammen oder Siemens ihre Manager ein. Und Birkman hat dieses Modell entwickelt, mit dem er es leicht macht, Menschen zu analysieren und es sichtbar zu machen, welche Interessen sie haben, welche Stärken sie haben und welche Bedürfnisse sie haben. Und dieses Modell ist so aufgebaut, dass es zunächst auf dieser Achse die Menschen danach unterscheidet, ob sie eher menschenorientierte Interessen haben, menschenorientierte Stärken haben und auch persönlich im Bedürfnis her behandelt werden wollen oder ob sie auf der anderen Seite aufgabenorientierte Interessen, aufgabenorientierte Stärken und auch Bedürfnisse haben. Und aus diesen beiden Achsen in diesem Modell entstehen 4 verschiedene Felder oder extreme Persönlichkeitstypen, die du brauchst. Du brauchst auf jeden Fall jemanden, der kreativ ist, der Neues denkt, der erschafft, der ist in seiner inneren Welt zusammen und erschafft Ideen und Modelle, die er dann in Pläne ummützt, die andere oder er selbst abarbeiten kann. Während aber dieser kreative, strategische Denker, der Neues in seiner inneren Welt schafft, der ist eher indirekt menschenorientiert unterwegs. Der schafft also Bilder, Pläne, Konzepte, Webseiten, aber der hat keine Lust, auf die Bühne zu gehen, zu verkaufen, andere Menschen zu überzeugen. Das macht dann der direkte, menschenorientierte Überzeuger. Der sorgt für Kunden, der sorgt für Reichweite, der sorgt für Reputation. Und auf der anderen Seite haben wir die beiden aufgabenorientierten Typen oder Interessen oder Stärken und Bedürfnisse. Die haben auf der einen Seite direkt das Interesse, die Materie, die Aufgaben zu erledigen. Solche Menschen wünsche ich dir in deinem Team, die brauchst du auch, die sich morgens Listen machen und abends haben sie tatsächlich alles erledigt. Und zum Schluss haben wir den, der nicht nur die Buchhaltung und die Qualität und das Prozessmanagement überwacht, sondern der überhaupt dafür sorgt, dass bestehende Prozesse und Strukturen aufrechterhalten bleiben. Das ist der Verwalter oder Englisch auch der Manager. Dem kannst du dein Team und Aufgabenbereich übernehmen und der erhält sie aufrecht. Der wird aber niemals was Neues schaffen, der hat keine Lust, andere zu überzeugen und selbst Hand anzulegen, macht er auch nicht so gerne. Wie ist nun das ideale Team aufgebaut? Das habe ich dir hier angezeichnet. Das ideale Team hat natürlich aus allen Farbbereichen Menschen, Persönlichkeiten dabei, die für alle 4 Farbbereiche Interessen haben, aber auch die Stärken. Die Realität sieht aber so aus, dass kaum ein Mensch, wie an diesem Beispiel von mir selbst, alle 4 Bereiche komplett in Bezug auf Interessen und Stärken abbilden kann. Es ist in der Regel so, dass ein Persönlichkeitstyp, so wie auch du, 1 oder 2 Farben dominierend hat. Bei mir ist es das Grüne, das Überzeugen, bei mir ist es das Blaue, das kreative, strategische Denken. Und du ahnst jetzt auch sicher, was jetzt meine Aufgabe wäre, wenn ich alleine wäre und ein Team aufbauen will. Meine Aufgabe wäre es natürlich, die zu suchen, die mich ergänzen. Sprich also hier die schwarze und die rote Farbe zu suchen. Was ich aber tatsächlich gemacht habe, ist, dass ich mir die Menschen in mein Team reingeholt habe, die mir zunächst sympathisch waren. Und sympathisch sind mir und dir genau die Menschen, die so ähnlich sind wie du selbst. Wenn du also weißt, welches Aufgabengebiet dein Team erfüllen soll, dann weißt du auch, was der nächste Schritt ist, ein funktionierendes Team aufzubauen. Denn zuerst gilt es herauszufinden, wer du bist. Bei mir, ich will also grün und blau und weiß damit. Ich brauche schwarz und ich brauche rot als Ergänzung. Und als nächstes gilt es, jeden deiner Bewerber, deiner potenziellen Geschäftspartner zu überprüfen, welche Stärken und welche Interessen sie tatsächlich mitbringen. Sind sie tatsächlich eine Ergänzung für dich oder doppeln sie dich? Und wenn sie dir sehr sympathisch sind, dann ist es höchstgradig wahrscheinlich, dass sie deine Interessen und deine Stärken duplizieren. Und damit bleibt unterm Strich das liegen, was du alleine auch schon hast liegen lassen. Das bedeutet, die ideale Persönlichkeit, die mich beispielsweise, wenn ich ein Team bilden würde, ergänzt, habe ich hier unten aufgezeichnet. Ich bräuchte viele Menschen, die rot und schwarz haben und wenig Menschen, die auch blau und auch grün haben.
Zusammengefasst kannst du also Folgendes lernen. Erstens, wir Menschen sind alle unterschiedlich. Zweitens, keiner hat alle Interessen und alle Stärken, die es überhaupt gibt. Drittens, du bist also auf Ergänzung ausgelegt. Viertens, die Menschen, die dich ergänzen, sind dir selten sympathisch. Fünftens, die Menschen, die dich ergänzen, sind die meisten unsympathisch. Wenn du also kurz davor bist, ein Team zusammenzustellen oder du hast ein Team, was nicht richtig performt und du möchtest es sichtbar machen, dann lade ich dich ein, gerne ein kostenfreies Erstgespräch zu buchen. Denn wir können dir als lizenzierte Partner von der Bürgmann-Methode dabei helfen, diese verschiedenen Stärken und Interessen sichtbar zu machen. Und noch wichtiger ist, dass diese Menschen auch noch unterschiedliche Bedürfnisse haben. Die brauchen also entweder eine persönliche Ansprache oder eine sachliche Ansprache, eine direkte Ansprache oder indirekt. Das heißt, wenn du auch ein funktionierendes Team hast, aber du möchtest noch besser als Führungskraft performen und genau wissen, wie du im Mitarbeitergespräch mit denen umgehst, dann lade ich dich auch ein, diesen Bürgmann-Test zu nutzen, um sichtbar zu machen, welche Bedürfnisse haben deine Teammitglieder und wie kannst du begegnen. Oder auch dann, wenn du eine Führungskraft für ein Team einsetzen willst und du hast mehrere Bewerber, dann kannst du anhand der Analyse des Normalverhaltens deiner Führungskraft und den Bedürfnissen deiner Team feststellen, ob das überhaupt passt. Ich habe dir nur ganz wenig aus dem Gesamttest der Bürgmann-Methode gezeigt, aber du kannst vielleicht jetzt verstehen, weshalb die NASA dieses Instrument nutzt, weshalb Siemens dieses Instrument nutzt, weshalb weltweit die großen Konzerne alle auf die Bürgmann-Methode setzen. Und so haben wir uns bei der X-Group auch entschieden, dieses Instrument zu nutzen für die Gründung und für unsere Mitarbeiter und auch für unsere entsprechenden Teamzusammenstellungen. Wenn du mehr wissen willst, dann frag uns gerne über die Links, die du unten findest, nach einem kostenfreien Erstinformationsgespräch. Dann können wir dir schnell sagen, ob wir einen Einzeltest mit dir machen können oder sogar zwei Testpersonen zusammen vergleichen oder sogar ein ganzes Team analysieren, um festzustellen, welche Stärken, welche Interessen sind doppelt und dreifach und vielfach da und wo braucht dein Team, wo brauchst du dringend Ergänzung. Und ich wünsche dir viel Erfolg damit, mit diesem Tool von Bürgmann, dein Daniel Schäfer.